anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal bin ich auf dem Friedhof Radebeul Ost. Und hier suche ich das Grab von Karl May, dem Erfinder von Winnetou, Old Shatterhand und Karabenemsi. Und hier ist es, dieser kleine Tempel, das ist das Grab von Karl May. Wer schon einmal in Athen war, den erinnert dieses Grabmal an etwas. Den Nike-Tempel am Eingang zur Akropolis. Der diente nämlich als Vorbild. Das Original ist etwas größer, der hier ist so etwa 5 Meter hoch. 1900 reiste Karl May durch den Orient. Seine Frau Emma und ein befreundetes Ehepaar, Clara und Richard Plön, waren dabei. Während der Reise waren sie auch in Athen. Auf der Akropolis waren die Paare so angetan vom Nike-Tempel, dass man beschloss, als ihr gemeinsames Grabmal einen solchen verkleinerten Nike-Tempel in Radebeul bauen zu lassen. Kurz nach der Reise starb Richard Plön. In Radebeul wurde 1903 die Familienbegräbnisstätte der Familien May und Plön gebaut. Und das ist heute das Karl-May-Museum. Karl May war damals zum ersten Mal vermögend geworden. Er nannte sich jetzt Dr. Karl May und behauptete, seine Erzählungen seien wahr. Er selber habe alles erlebt. War natürlich Quatsch. Aber die Vorstellung davon war wohl zu schön. Für ihn und seine Fans. Die Villa nannte er Villa Shatterhand. Tja, und wie das Leben so spielt und wo die Liebe hinfällt. Einige Jahre später trennte sich Karl May von seiner Frau Emma und heiratete Clara, die Frau seines Freundes Richard Plön. Bis zu seinem Tod 1912 hat er hier gewohnt. Karl May wurde im Grab an der Seite seines Freundes Richard Plön beigesetzt. 1942 standen die Feiern zum 100. Geburtstag von Karl May an. Da gab es auf einmal das Gerücht, Richard Plön sei Halbjude gewesen. Und am Grab eines Halbjuden, da wollten die Nazis keine Feier veranstalten. Die Feier fiel also aus. Clara May wurde unter Druck gesetzt und sie ließ Richard Plön aus der Gruft entfernen. Sei uns gegrüßt, wir, deine Erdentaten, erwarten dich hier am Himmelstor. Du bist die Ernte deiner eigenen Saaten und steigst mit uns nun zu dir selbst empor. Diese Tafel erinnert heute an Richard Plön. 1944 ist Clara May dann auch gestorben, auch sie wurde in der Gruft beerdigt. Der Innenraum hat ein Glasdach, durch das wird eine Figurengruppe aus Marmor beleuchtet. Wenn ihr euch die beiden Engel rechts anschaut, Emma und Clara sollen dafür in Faltengewändern in der Villa Shatterhand Modell gestanden haben. Gegenüber dem Tempel stehen zwei Ruhebänke. Die hat der Bildhauer Sascha Schneider gemacht, ein Freund von Karl May. Karl May-Anhänger kennen Sascha Schneider als Illustrator der Deckelbilder der Reiseerzählungen. Jedenfalls die, die im Verlag Fesenfeld erschienen sind. Den Lesern und dem Verleger gefielen die Bilder nicht, also gab es in der nächsten Auflage schon andere Deckelbilder. Auch ich will Karl May, den ich immer gerne gelesen habe, meinen Respekt zollen. Unweit vom Grab Karl Mays suche ich das Grab von Patty Frank. Patty Frank, der hieß eigentlich Ernst Tobi und war ein Zirkusartist aus Österreich. Er hatte eine große Sammlung indianischer Gegenstände, tauchte so gegen 1926 in Radebeul bei Clara May auf und überredete sie zum Bau eines Indianermuseums. Das ist bis heute die Villa Bärenfett im Garten von Villa Shatterhand. Da werden indianische Gegenstände gezeigt. Patty Frank wurde der Kurator des Museums, leitete es, machte Führungen. Er starb 1959. Eine Legende unter den Karl May-Verehrern. Das war's dann vom Friedhof in Radebeul, von den Gräbern von Karl May und Patty Frank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. In diesem Sinn,